Hallo, alle Interessenten an der deutschen Sprache. Schönen guten Abend. In den letzten Tagen auf unseren Videos zu den idiomatischen Redewendungen sind einige komische Fragen aufgetreten, auch Missverständnisse, die ich kurz ausräumen möchte. Es sind Begriffsschwierigkeiten aufgetreten zwischen den Begriffen Idiome, Redewendungen, Redensarten, Zitate, idiomatischen Redewendungen. Ich will kurz erklären, worum es geht. Erstens, wir versuchen Deutsch lernenden deutsche Sprache systematisch zu vermitteln. Über YouTube ist es nicht ganz einfach. Wir stellen hier Lerneinheiten, die wir spontan in Unterrichten aufnehmen, zur Verfügung, kostenlos. Zweitens, über Begrifflichkeiten wie Idiome, Idioms, idiomatische Redewendungen, Redensarten, Redewendungen, Zitate haben wir uns noch nicht ausgelassen. Aber hier kurz eine Zusammenfassung. Zitat ist eine Wendung, die jemand sehr geistreich gemacht hat. Wir zitieren Goethe, wir zitieren Shakespeare, wir zitieren große Menschen. Eine Redewendung ist etwas, was üblicherweise von den Leuten gesagt wird. Eine Redensart ist laut Duden und Lexikon etwas Dummes, etwas Banales, was jeder weiß. Eine idiomatische Redewendung ist eine Wortsprache mit Bildern, die aber eine ganz andere Bedeutung hat, als die Worte wiedergeben. Ich liefere Ihnen Beispiele. Dies zur Erklärung der Verwirrung, die anscheinend aufgrund unserer C1, C2 Lektionen im Internet aufgetreten sind. Wobei die Frage auch entstanden ist, die Redewendungen, die müssen noch viel früher kommen. Ja, richtig. Die eine oder andere Redewendung kann früher kommen. Nur die Redewendungen zu verstehen, ist mit das Schwierigste beim Erlernen einer Sprache. Englisch ist eine, ja, nicht schwierig zu erlernende Sprache, aber die Idioms, die sind schwierig. Jede Sprache hat ihre Idiome und diese Idiome haben eine tiefe Bedeutung. Ein Beispiel, und das war, was hier herausgefordert hat. In den letzten 2 Tagen, ich habe die idiomatische Redewendung auf YouTube geladen für ein Butterbrot und ein Ei. Das kennen viele Deutsche nicht. Sie kennen nur die Redewendung für ein Apfel und ein Ei. Und da kam jetzt ein Sturm von Enttäuschung, von Vorwürfen und Beleidigungen, die ich so nicht begreifen kann. Ich weiß nicht woher. Für ein Äppel und ein Ei, das ist regional richtig. Genauso für ein Butterbrot und ein Ei, das ist hochsprachlich. Das können Sie nachlesen im Duden oder irgendwo anders. Das heißt etwas,
günstig, billig erstehen. Ich verstehe diese Aufregung nicht. Aber ich hoffe, Sie verstehen, dass wir Sie weiter sprachlich begleiten wollen, um gutes, richtiges, hochsprachliches Deutsch zu erwerben. Das umgangssprachliche Deutsch, das kommt automatisch. Aber nicht umgekehrt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.